Hallo und guten Abend zu Quister Let's Play 308. Ich starte die Quistuell App. Ich habe 7 Spiele offen und fange an mit Nachobeck. Wie nennt man chemische Reaktionen, bei denen Energie zugeführt werden muss? Woraus besteht dieses gelbe Gestein, welches oft nach faulen Eiern riecht? Was wurde von Dmitri Mendelejew und Lothar Meyer entwickelt? Musik und Hits ist jetzt dran. Welcher der folgenden Sänger wird mit der Rockband Black Sabbath assoziiert? Welches Musikvideo war das erste, das MTV Europe im August 1987 ausstrahlte? Auf welche Weise kam der Musiker Stevie Ray Vaughan im Alter von 35 Jahren ums Leben? Uwe VW ist jetzt dran. Wie heißt der höchste Gipfel Norwegens? Wie heißt eine kanadische Stadt? Zu welchem Kontinent gehört dieses Land? Bücher und Wörter. Wofür steht das Wort Lockpicking? Wer schrieb das Drama Das Goldene Vlies? Mit wem ist Lotte in Goethes Briefroman Die Leiden des jungen Werthers verlobt? Börsig C nehmen wir als nächstes. Essen und Trinken. In Frankreich trinkt man manchmal Verwein oder Verwein nach dem Essen. Was ist das? Was landet in einer brasilianischen Churrascaria vor allem auf dem Teller? Welcher Nährstoff enthält pro Gramm die meiste Energie, Brennwert? Bücher und Wörter. Wer schrieb über dieses Tier? Wie heißt das Internatszimmer von Tim und Klößchen in der Jugendbuchreihe TKKG? Wer prägte die deutsche Sprache mit Wörtern wie Sündenbock, Nest, Nächstenliebe, Gotteslästerung, friedfertig oder kleingläubig? Miguel M. 777 ist der nächste. Wie viele leibliche Kinder haben Heidi Klum und Ziel miteinander? Wofür steht das A in ARD?
Wer moderierte die MTV Video Music Awards 2014? Ich suche mir jetzt draußen im Grünen aus. Wie lange sind Hundewelpen blind? Was ist ein Pak Choi? Aus welchem Land stammt die Hunderasse Spinone? So, jetzt nehmen wir Herr Rippchen dran, die letzte Runde, Runde 6. Wie beginnt die zweite Strophe des Kinderliedes Alle meine Entchen? Was besingt Billy Idol in White Wedding 1982? Welche englische Band schrieb Hits wie Our House, It Must Be Love, Buggy oder Baggy, Trousers und House of Fun? Jetzt kommt Heller Weg. Musik und Hits. Wie heißt dieser DJ und Produzent? Welche Textzeile kommt in dem Song Money for Nothing der Dire Straits vor? Wer landete mit dem Song Altes Fieber 2012 einen Hit? Draußen im Grünen. Wie heißt das Raubtier aus den Anden, das einer Katze und einem Teddybären gleicht und erstmals im Sommer 2013 wissenschaftlich beschrieben wurde? Auch als Regenbogenbaum bekannt. Zu welcher Art zählt dieser Baum? Welches Tier verbirgt sich hinter dem Namen Bufo Bufo? Jetzt kommt noch die zwei letzten Spiele gegen Resi from the Moon. Draußen im Grünen, was trifft auf den Berglemming zu? Was bedeutet Biologie wörtlich? Welche Hunderasse ist ursprünglich eine Mischung aus schwarz-weißem Neufundländer, Bernhardiner und Pyrenäen-Berghund? Macht und Geld noch für das letzte Spiel. Welche der folgenden Begriffe beschreibt eine schriftliche Zusage einer Person, eine bestimmte Summe an eine andere Person zu bezahlen? Welches der folgenden Unternehmen ging bereits im 20. Jahrhundert an die Börse? Wie heißt dieser Internetunternehmer? Hast du auch Probleme beim Bezahlen mit deiner EC-Karte? Dann probier mal Revolut. So, und das war's jetzt mal wieder für dieses Let's Play Quiz-Duell. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen und bis bald.
Tschüss, Leute.